Und jetzt haben wir noch einen Mitarbeiter, der gleich vorbeikommt. Das ist der Julian. Aber bevor der Julian kommen darf, schauen wir mal kurz in eine Lösung, die er gebaut hat, rein. Und zwar nennt sich die Roomy und ist quasi bei uns relativ schnell zum Standard für die Meetingraumbuchung geworden. Wir müssen vermutlich aktuell dazu sagen, dass die Bedeutung durch Covid-19 etwas abgenommen hat, weil einfach die Menge an Personen, die im Büro Meetingräume belegen können, sich reduziert hat. Aber da können wir gleich mit dem Julian nochmal drüber sprechen. Lasst uns mal Roomy anschauen. Roomy is our lightweight booking system, which uses Google Calendar to enable employees to book events and check room availability. When we book an event in Google Calendar and select a meeting room, the event is automatically and in real time visible on a touchscreen outside of the meeting room. This ensures that coworkers can see when a meeting room is occupied. To find meeting room alternatives, a list of available meeting rooms is easily accessible here. In case we're curious, we can also see the upcoming events here. Roomy makes it easy to book a meeting room without the need to have a computer with you. You simply touch the calendar icon on a touch device of your choice and choose a meeting duration. As a result, coworkers can now see that a room is used, both in their Google Calendar as well as when they stand in front of the room by simply looking at the screen. Sounds good? And you want to learn more? Get in touch. Julian, hi! Hi! Hallo! Was hast denn du für ein cooles Intranet-Buch neben dir stehen? Das ist ja der helle Wahnsinn! Weißt du was? Als ob du das nicht wüsstest. Ich weiß sogar, wer das da hingestellt hat. Die Sandra war nämlich vorhin hier oben und hat gesagt, ich brauche dieses Buch und muss das nach unten stellen. Das soll im Bild sein. Das ist, ja, das, ich denke, das ist auch wichtig. Sehr gut. Wir wollen aber gar nicht über Internet sprechen. Wisst ihr alle, von welchem Buch wir reden? Wir reden über Raumbuchungen. Wie kamst du darauf, Roomy zu entwickeln? Naja, das war so. Roomy an sich, beziehungsweise die Idee zu Roomy, die gab es schon eine Weile bei Sarah Media. Ne? Wir hatten ein System, das, ich weiß gar nicht, ob es mal einen anderen Namen hatte. Es hieß auf jeden Fall Supermeet, als ich es zuerst gesehen habe. Und das war quasi unser Digital Signage-System. Und es war früher für unseren Zimbra-Server programmiert. Dann wurde es umgebaut. Und es hat schon einige Tage hinter sich. Wir sind ja schon eine Weile lang auch selber auf G Suite, mittlerweile Workspace. Und irgendwann, ja, habe ich mir das mal angeschaut und mir gedacht, ich baue da im Hackathon mal was Gescheites. Es gibt jetzt eine neue API für Räume. Diese Räume können in Gebäuden sein jetzt und sind nicht einfach nur Namenstags, wie das vorher der Fall war. Außerdem ist diese alte API, die wir bisher benutzt haben, auch deprecated. Da muss einfach mal was Gescheites passieren. Und während ich das gebastelt habe, ist relativ deutlich geworden, das könnte man ja vielleicht auch mal verkaufen. Und dann ist mir eingefallen, dieser Martin, der läuft ja immer vorbei und hat schon mal erzählt davon, dass da Kunden tatsächlich Interesse daran geäußert haben und so im Vorbeilaufen quasi gefragt haben, hey, kann ich das eigentlich kaufen? Und die Antwort war immer nein. Und naja, jetzt gibt es halt mal ein Produkt und wir probieren mal aus, ob das am Markt Interesse findet. Das ist so grob die Entstehungsgeschichte. Ja, cool. Erzähl doch mal was über die Technologie. Also man braucht einen Google Workspace Account mit seinem Unternehmen, sonst geht's nicht, gell? Genau, genau. Roomy spricht mit den Google APIs. Momentan ist nur Workspace angebunden. Das ist natürlich technisch, theoretisch wäre das machbar, auch andere Sachen. Also momentan sind wir nur in Workspace unterwegs, weil es ja aus unserem eigenen Bedarf gewachsen ist. Und im Wesentlichen muss man da als Admin gar nicht viel machen. Das ist eine Software as a Service. Das heißt, momentan gibt es noch kein Portal, aber du sagst uns quasi Bescheid, hey, ich möchte gerne Roomy testen, dann geben wir dir eine relativ kurze Anleitung. Da musst du einen Service-Account Zugriff gewähren, natürlich, auf deine Domäne. Und dann kannst du eigentlich auch schon hingehen und die Tablets an die Wände packen und auf die Software lenken und dann zeigen die an, wie der Zustand ist gerade im Raum.
Wie kriege ich denn das Tablet jetzt mit dem Internet verbunden? Gibt es da irgendwelche Best Practices oder muss ich das selber wissen? Wie läuft das? Also solange das Tablet grundsätzlich Internetzugang hat und da kann man sich bei der Hardware, hat man eine relativ große Auswahl, funktioniert das. Ne? Also du brauchst Internetzugang und du brauchst diese OAuth-Authentifizierung, dass du sagst, okay, ich bin wirklich in dieser Domäne, aber danach funktioniert es einfach so. Es gibt keine, weiß ich nicht, VPNs oder sowas. Was da noch ist das ein Browser oder ist das eine App, die ich installiere? Wie kommt das auf das Tablet drauf? Kann man beides machen. Am einfachsten ist es, ein Chrome OS Device zu nehmen, ehrlich gesagt. Es geht aber auch mit allen anderen Browsern. Natürlich läuft Chrome am besten, weil wir ja hier von Team Google sind und dementsprechend die modernen Technologien davon gerne verwenden und das auf Firebase-Basis ist. Aber wie gesagt, läuft in jedem Browser. Bei uns intern läuft es tatsächlich auch auf einer ganz runtergestrippten Version von Chrome und nicht nativ auf einem Chrome. Aber für Kunden empfehlen wir es nämlich einfacher einzurichten. Ein Chrome OS Device kaufen. Da gibt es auch Tablets von zum Beispiel von Acer und Asus, da haben wir auch schon Partneranfragen laufen, beziehungsweise haben auch schon welche Geräte, die wir direkt rausschicken könnten zum Testen. Da ist es nämlich auch so, du richtest das ein, sagst, dieses Gerät bitte für meine Domäne enrollen und dann kannst du alles, den ganzen Rest von Ferne quasi steuern und einfach nur sagen, wenn das Device startet, startet das im Kiosk-Modus bitte diese Webseite, in dem Fall Roomie, und das lässt den User auch nicht irgendwelche anderen verrückten Dinge machen. Du hast hinten dann auch so eine nette metallene Klappe, die du zuschließen kannst und wo du das an die Wand packen kannst, sodass da auch keine bösartigen Schmierereien entstehen können oder so. Das haben wir auch schon mal bei einem Kunden gehabt, dass das tatsächlich ein Konzern war. Das war allerdings bei Linchpin Touch. Aber ich glaube, ist ja valide. Ne? Also das ist quasi sehr, sehr einfach, dadurch dann einzurichten. Okay, Chrome OS Tablet kaufe ich mir. Wie kriegt das Ding Strom? Das muss ich dann schon irgendwie mit einem Stecker verbinden, oder? Das ist ein Device. Genau, je nach Device ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Power over Ethernet und es gibt auch welche, wo du, wenn du quasi sehr ausfallsicher sein willst, wo du deinen Strom und dein Ethernet-Kabel separat hast. Oder du hast halt nur Stromkabel dran und hast WLAN. Wie gesagt, je nach Device kannst du dir aussuchen quasi. Ja, okay, alles klar. Wie viele Meetingräume haben wir damit im Betrieb? Ist gut, dass du das sagst. Ich habe mal geteilt, wie das momentan bei uns aussieht. Also hier ist die Liste unserer Räume. Und die laufen eben alle gleichzeitig natürlich dann über Roomie. Das kann die gesamte Domäne einsehen. Die haben ja ihre Räume gar nicht gebucht. Du auch nicht. Doch, hier ist einer gebucht. Da ist ein Blocker drin für die T4AT. Aber wir haben ja den globalen Blocker, dass das gesamte Riesenforum nicht betreten werden soll. Außer von Leuten, die für die T4AT da sind. Deswegen sind die da alle noch grün. Die ganzen Corona-Einschränkungen. Ja. Okay. Aber das Grün, also dieser grüne Farbton, das ist ja der Cybert, entspricht ja dem Cybert Media Corporate Design, den kann man anpassen, oder? Ja. Okay. Genau. Also entweder du sagst Bescheid und in Zukunft, wie gesagt, es wird auch ein Portal geben, da kannst du dann sagen, ich möchte bitte diese Vordergrund- und diese Hintergrundfarbe haben. Du könntest zum Beispiel sagen, ich möchte als Hintergrundfarbe immer schwarz haben, ja, weil ich OLED-Displays habe. Und die brauchen ja weniger Strom und sind umweltfreundlicher, wenn ich da schwarz als Hintergrund habe, weil die wirklich ausgehen dann. Und dann wird das so ausgerollt auf die Devices. Genau. Okay, cool. Ja. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich daran interessiert bin? Mhm. Wie erreiche ich dich oder das Team oder wie kriege ich da so einen Test? Also es gibt einerseits auch da wieder Shortlinks, den weiß ich jetzt gerade nicht 100%. Ich meine, es war cybert.biz/Roomie für die deutsche und /thisisroomie, jeweils mit Gedankenstrichen, für die englische Variante. Wir probieren das gerade aus. Aber du kannst auch einfach... Du kannst auch einfach gerne... Richtig, ey, gut. Ich weiß auch, wovon ich rede scheinbar. Du kannst aber auch einfach schreiben an google@cybert-media.net und da findest du dann wahrscheinlich den Kai vor allem, der ist bei uns momentan für den Vertrieb zuständig, aber vielleicht auch den Paul oder eben vielleicht auch mich, die dir dann antworten und dir weiterhelfen können. Cool. Dann gibt es noch was du vorbereitet hast, was wir dich nicht haben zeigen lassen? Nö, tatsächlich nicht. Ich habe mich einfach mal auf eure Fragen eingelassen und war mal gespannt, was mich so alles fragen wollte. Wie lange dauert denn das jetzt mit diesem Covid-19 noch, bis die Leute endlich wieder ins Büro zurückkommen und so eine Raumbuchungssoftware brauchen? Das ist mal eine gute Frage. Das ist eine große Frage, die du einen Softwareentwickler fragst. ich würde sagen, der Herr Drosten ist wahrscheinlich nicht ganz genervt, wenn ich sage, im Sommer wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen besser, so wie letztes Jahr.
Ich glaube, das ist fair enough. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es im schlimmsten Falle auch nächsten Winter wieder nicht so gut wird. Also ja, ist gerade vielleicht nicht die allerbeste Zeit, um so ein Tool zu launchen. Aber wir hoffen natürlich alle das Beste. Und ich meine, wir werden es sehen. Grundsätzlich ist es aber sicherlich momentan eine gute Zeit, dran mitzuwirken, an Roomie Interesse anzumelden, weil momentan Roomie, wenn du das testen möchtest, dich auch so oder so nichts kostet. Ich meine, einerseits wegen Covid, klar. Aber andererseits sind wir halt auch noch relativ früh dabei und loten so ein bisschen aus, wer hat denn Interesse und in welchem Umfang, was für Features sind da am relevantesten und welche vielleicht weniger. Das heißt, ja, melde dich einfach bei uns und wir schauen mal. Cool. Julian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.